ich bin ungeschminkt hässlich. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir... Was machen wir denn? Surprise, surprise. Bei uns in der Türkei ist der Trend ausgebrochen, dass jeder, aber jetzt auch jeder, von sich ein ungeschminktes Selfie hochlädt. Damit wollen die sagen, ey Leute, ich sehe auch ungeschminkt gut aus. So, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ungeschminkt hässlich bin. Wie findet ihr euch eigentlich ungeschminkt? Würde mich interessieren, schreibt es mir bitte. Wir gucken uns gleich ein paar Bilder von diesen Celebrities an. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch, wie wir das Ganze jetzt auch wieder runterkriegen. Das heißt, ich zeige euch heute meine Abschminkroutine. Ich glaube, ich habe sowas vor Jahren mal gemacht, aber das ist ja auch wieder gar nicht mehr aktuell. Der Trend begann mit diesem Foto. Also, wenn wir uns dieses Foto jetzt ganz genau anschauen, was seht ihr dann? Also, wenn ich jetzt hingucke, das Foto soll übrigens ungeschminkt sein, dann sehe ich einen braunen Kajalstift, dann sehe ich einen braunen Eyeliner, dann sehe ich Konturaugenbrauen. Ich würde jetzt nicht sagen, behaupten, dass die Haut ungeschminkt ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein ungeschminktes Selfie ist. Aber mit diesem Bild ging dieser Trend in der Türkei los. Also womit fangen wir an? Ich habe natürlich jetzt auch Wimpern drauf. Ich bin Fullface geschminkt. Viele fragen mal, wie ich das mache. Ganz einfach, ich ziehe sie einfach ab. Also so doll kleben sie jetzt nun auch nicht, dass ich mir irgendwelche Wimpern rausreißen würde. Ich nehme die Wimpern ab und tue sie dann in so eine Schatulle und dann kann ich sie das nächste Mal wieder verwenden. So, jetzt haben wir natürlich ein mega starkes Augen-Make-up drauf. Und da gibt es, also ich fange erstmal mit dem Augen-Make-up an, das runterzunehmen. Da gibt es, ich habe so einige Produkte für das Auge da, aber ich zeige euch jetzt erstmal meinen Liebling. Mein absolutes Liebling ist seit Jahren das von Maybelline, diese Waterproof Abschminkzeug, diese zwei Phasen. Ich glaube, das benutze ich jetzt wirklich schon seit 5-6 Jahren und das ist, glaube ich, schon meine 100. Bottle. Und ja, da weiß ich definitiv immer, dass immer alles runtergeht. Also wer das nicht kennt, dann auf jeden Fall das. Während ich euch jetzt noch die zwei, drei anderen Produkte zeige, nehme ich schon mal ein bisschen das Augen-Make-up runter. Hier habe ich ein Pad und dort gebe ich dann so ein bisschen rauf. Und was ich dann mache, ist nicht gleich rauflegen und reiben, sondern rauflegen, kurz einwirken lassen. So, dann gibt es hier noch von Garnier dieses Micelle-Abschminkzeug. Das ist so eine kleine Probe. Die nehme ich dann immer mit in den Urlaub, weil die sehr klein und handlich ist. Auch dieses Zwei-Phasen-System funktioniert übrigens auch super. Was ich jetzt leider absolut nicht empfehlen kann, ist das Zeug von Diadermine. Da kann ich noch so viel rütteln und schütteln und das Augen-Make-up entfernen, aber es entfernt sich irgendwie gar nichts. So, jetzt hat das sich hier schön eingewirkt und dann können wir so ein bisschen anfangen, seht ihr schon, mit einem Wisch, was darunter ist. Und das ist echt starkes Make-up. Dann drehe ich das Pad einmal um, wieder auf die saubere Seite und dann fange ich so ein bisschen an, jetzt auch nicht hardcore, aber so ein bisschen das Make-up so runterzunehmen. Und ihr seht auch schon, da geht echt eine Menge ab. So, also Augen-Make-up ist runter. Ich habe dann wieder ein neues Pad. Und dann mache ich auch noch meine Augenbrauen ab. Könnt ihr auch, glaube ich, eure Lippen nämlich damit sauber machen. So. So, jetzt gucken wir uns noch mal das nächste Foto hier an von Kylie Jenner. Come on, Leute. Das ist never ever, was ich euch jetzt hier einblende, ungeschminkt. Vor allem, schauen wir uns mal die Wimpern an. Sie hat sowieso Wimpern-Extensions drauf. Dann hat sie einen Highlighter im Innenwinkel. Und ich glaube, ihre Augenbrauen sind auch nicht ihre normalen, sondern die sind entweder eingearbeitet oder konturiert oder sonstiges, also was Permanentes. Aber das ist für mich auch nicht ungeschminkt. Ungeschminkt wäre sie vielleicht, wenn die Wimpern ein bisschen weg wären. Aber das, was mich an dieser Frau so ein bisschen stört, dass alle diese Frau so geil finden. Ey, sie ist so hübsch. Das, was ihr hier seht, ist definitiv, Leute, es ist nichts mehr Natur. Das solltet ihr auch bedenken. Also ihre Lippen sind aufgespritzt, ihr Kinn ist bearbeitet, ihre Wänkchen sind aufgepolstert, also sie hat hier Wangenfiller drin. Dann hat sie wahrscheinlich überall Botox, also die hat kaum Falten, gar nichts. Ihre Nase ist gemacht und ich glaube auch das ist hier so ein bisschen angehoben worden bei ihr. Und ja, von den Lippen wollen wir gar nicht ersprechen, ne? Da ist nichts Natur dran. Wenn ich mir meine Nase richten würde, meine Lippen aufspritzen würde, mein Gesicht Dingsda-Bumsda machen würde, hier und da, dann würde ich auch richtig geil aussehen. Also vieles ist auch Schminke. Vieles ist Schminke, Leute. Weil ich finde, Schminke macht eine Menge aus. Es gibt wirklich ein paar Celebrities, wo ich sage, das macht die Schminke. Und ungeschminkt
sieht sie aus wie meine Nachbarin, also wie jeder andere auch, wie du und ich. Dann gehen wir jetzt weiter. Ich habe jetzt natürlich noch mein ganzes Gesichts-Make-up drauf. Und das muss jetzt auch runter. Und das mache ich womit? Ich habe jetzt hier übrigens eine andere Clarisonic-Bürste drauf. Das ist diese Bürste, womit ich mein Make-up auftrage. Also ich nehme auf jeden Fall die Clarisonic. Dort kommt dann die Bürste oben drauf. Und ich schminke mich ab mit Rosens Reinigungsschaum. So, ich habe mein Gesicht jetzt angefeuchtet und dann... Eigentlich mache ich so. Also der Reinigungsschaum kommt hier drauf. Und es riecht so schön nach Rosen, Leute. Also ich verteile es dann im ganzen Gesicht. Ich weiß nicht, ob es dieses Produkt in Deutschland gibt, aber ich glaube schon. Und dann kommt die Clarisonic zum Einsatz. So, Gesicht gewaschen nach der Clarisonic. Und schaut euch mal das Bürstchen an. Ja, also das müsst ihr dann auch einmal auswaschen. Und das ist es mit der Clarisonic. Ich würde jetzt sagen, dass das Make-up runter ist und jetzt geht es daran, das mache ich so einmal im Monat, benutze ich nochmal die Clear-Up Stripes für die Nase und Kinn. Falls da Mitesser drauf sind, entfernt es diese, aber dann habe ich gleich noch ein geiles Produkt für euch, was lilan ist, ja, und das hat was mit den Zähnen zu tun, das zeige ich euch gleich. So, was ich dann immer noch benutze ist, das habe ich jetzt vergessen, vor dem Rosenwasser natürlich ein Peeling und das ist das von Dermalogica, das Daily Microfonio. Das zeige ich euch, das ist kein Körnerpeeling, sondern ein Enzympeeling. Also das peelt euer Gesicht mit Enzymen und da braucht ihr auch nur so ganz wenig Zeugs von. Ich habe jetzt kein Wasser da, aber das mixt ihr mit Wasser. Kann ich jetzt auch mit Rosenwasser machen übrigens. So. Und dann bekommt ihr so eine Pampe hin. Und damit könnt ihr euer Gesicht sozusagen peelen. Also das müsst ihr jeden Tag am besten so eine Minute anwenden. Also das steht da so, eine Minute das Gesicht damit peelen. Und ihr werdet auch direkt nach dieser Anwendung einen heftigen Unterschied merken. So, und wenn ich gleich fertig bin, wasche ich es ab und dann sehen wir uns gleich. Was kommt also? Ich brauche euch eigentlich gar nicht sagen, was jetzt kommt, weil das wisst ihr alle. Jetzt spreche ich mich einmal kurz an mit ein bisschen Rosenwasser von Rosens. Ich liebe auch diese Sprayversion sehr, sehr gerne. So sieht das Ganze aus. Die Sprayversion, die nehme ich auch in meinen Urlaub mit. Und dann lasse ich das hier kurz so ein bisschen einwirken. Das geht einmal ganz schnell. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich eine schlechte Haut habe. Für meine 32 Jahre, finde ich, habe ich eine sehr, sehr gute Haut. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was für diese gute Haut verantwortlich ist, würde ich auf jeden Fall zwei Produkte sagen. Definitiv das Dermalogica Peeling. Ich weiß, es ist teuer. Aber damit kommt ihr sehr, sehr lange aus. Also ihr müsst jetzt damit, da sind 74 Gramm drin und ihr müsst jetzt auch nicht eine Tonne nehmen. Und natürlich das Rosenwasser von Rosens. Ich weiß, ihr schwört auch drauf und ich schwöre da immer noch drauf. Und ich nehme nach der Reinigung natürlich eine, mache ich normalerweise einmal die Woche eine Maske. Ich hatte so eine schöne Maske, aber die habe ich leider in Deutschland vergessen. Das war die von Hello Body, die Coco Clear Maske. Die ist wirklich richtig, richtig gut gewesen und ich bedauere es so ein bisschen, dass ich die in Deutschland vergessen habe, aber passiert leider. Alternativ habe ich jetzt hier die Glam Glow Maske, Glitter Mask. Das ist diese Maske in rosa, die zeige ich euch jetzt auch einmal kurz und die tragen wir jetzt auf. Das Einzige, was mich an dieser Maske stört, ist, ohne Scheiß, der Geruch. Also der Geruch nach so künstlichem Kokos ist jetzt nicht so meins. Also das ist auch eine Maske, die trocknet und dann kann man sie so abziehen. Deswegen werde ich sie jetzt auftragen und dann werden wir sie gleich zusammen abziehen. So, ich habe jetzt hier was für die Zähne für euch und abschminken ist ja nicht nur Gesicht, sondern auch natürlich die Zähne reinigen. Das ist das Mira 2 Tone. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in der Drogerie gibt, aber ich bin der Meinung, es gibt auch so eine Mundspüllösung, die das zeigt. Also, es geht darum, dass wenn man das aufgetragen hat, dieses lilane Zeugs, dass es dir zeigt, welche Stellen du nachher nicht richtig geputzt hast. So, ich spiele das jetzt einmal ab, also einmal ausspucken und dann sehen wir uns das Ergebnis an. Ich bin deine Mutter! Seid ihr gespannt auf das Ergebnis? 1, 2, 3. Krass, oder? Also die Seite ist ungeputzt und alles das, was rosa ist, ist plack.
Krass, oder? Also dieses Zeug würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt könnt ihr euch einfach nochmal die Zähne nachbürsten und dann werdet ihr euch alles andere entfernen. So, die Maske ist jetzt getrocknet und ich kann auch keine Mimik machen. Seht ihr, jetzt mache ich Mimik. So, dass ich ein paar Kanten lösen, damit wir diese Maske so schnell wie möglich wieder runterkriegen. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, diese Maske oder die Hello Body Coco Clear Maske, dann würde ich sagen Coco Clear. Ich kann diesen Gestank, also ich kann den Geruch einfach nicht ab. Brauchst du gar nicht rumheulen. Jede geht's. Wenn meine Videos in letzter Zeit so ein bisschen verspätet kommen, dann liegt das ganz allein daran, dass Hamza gerade am Durchdrehen ist. Ich weiß nicht, was mit diesem Kind los ist. Es ist so anstrengend, er ist von morgens bis abends nur am Heulen. Oh. Er heult schon wieder. So, wenn ich jetzt mit meiner Gesichtsreinigung fertig bin, dann brauche ich ein bisschen Augencreme. Und hier nehme ich die Rosens Augencreme für alle Hauttypen. Die trage ich dann auf. Ich habe aber gemerkt, dass diese Augencreme unter der Foundation nicht funktioniert. Also wenn du darauf zum Beispiel dann Foundation bzw. die ist zu reichhaltig bzw. einen Concealer auftragst, dann der Concealer, der haftet dann nicht auf diese Augencreme. Versteht ihr, was ich meine? Also die ist zu reichhaltig, deswegen benutze ich diese halt nur nachts. Jetzt möchte ich auch nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen Hydrator und Moisturizer erklären. Also ich habe jetzt hier einen Moisturizer, also eine Feuchtigkeitscreme. Was macht eine Feuchtigkeitscreme? Also die könnt ihr mit dem Nagel aufnehmen, also immer mit dem, ne, so, nicht, dass die unter dem Nagel aufkommt. Und das ist auch wieder die Rosens Creme und zwar für trockene Haut. Die gibt es, glaube ich, auch für normale Haut. Ich mache das halt immer so, ich reibe das schon mal ein bisschen in den Fingern ein und dann, jetzt hatte ich hier die Sudocreme, ne, egal. Und dann trage ich diese Creme auf. Was macht ein Moisturizer? Also ein Moisturizer müsst ihr euch vorstellen wie ein Deckel auf einer Wasserflasche. Also die verhindert einfach, dass ihr die Feuchtigkeit, die in eurer Haut schon drin ist, dass ihr diese nicht verliert, beziehungsweise dass ihr nicht austrocknet sozusagen im Gesicht. So, und eine hydrierende Creme, also ein Hydrator, Hydrating-Creme, was tut die? Die führt der Haut noch extra Flüssigkeit hinzu. Also, das heißt, wir gießen die Haut nochmal mit Flüssigkeit voll. Also im Grunde genommen müsste für trockene Haut eigentlich eine hydrierende Creme benutzen, damit die Feuchtigkeit, also Flüssigkeit hinzuführen und im Anschluss einen Moisturizer, damit die Flüssigkeit dann eingeschlossen wird in die Haut. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn ihr extrem trockene Haut habt, da würde ich dieses empfehlen. Aber wenn ihr sagt, nee, ich versorge meine Haut schon genügend mit Flüssigkeit, zum Beispiel durch Aufnahme durch Wasser, also trinken, dann würde auch ein Moisturizer ausreichen. Also, diese Pflege habe ich jetzt aufgetragen und die zieht auch relativ schnell ein. Manchmal ab und an nachts trage ich halt noch die Cocosoft Detox Night Cream. Also ich wechsle immer ab. Ich benutze nicht immer ständig dieselbe Creme, damit sich die Haut nicht immer an dieselben Pflegestoffe gewöhnt. So, und jetzt sitze ich da für euch komplett ungeschminkt. Ja, was haltet ihr jetzt davon? Finde ich mich ungeschminkt hässlich? Ich bin ungeschminkt hässlich. Mögen vielleicht einige dazu sagen, aber ich würde jetzt sagen, dass ich... Was ist hässlich? Was ist schön? Das ist immer so... Es liegt im Auge des Betrachters. Für mich ist eine Alicia Keys, die ungeschminkt zu einem Event kommt, absolut eine schöne Frau. Für die anderen finden das vielleicht hässlich. Das waren die ganzen Produkte, die ich benutze. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich bewertet. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr meine letzten beiden Videos einmal anschaut. Das letzte Video, ein Make-up mit Müllprodukten, also die jetzt im Müll gelandet sind, beziehungsweise die ich verschenkt habe. Und hier unten natürlich der letzte mit Vlog und hier oben könnt ihr mich abonnieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich drücke euch. Bis dann. Tschüss.